Willkommen zurück, liebe Fans, zu Tales of Celia mit eurem Benny Bunny 5. Wir sind immer noch in der Mine unterwegs, haben aber Geisterfossilien gefunden. Wir müssen da nur noch hinkommen. Weil typischerweise, ist der Weg versperrt. Wir kommen da nicht rüber. Von daher müssen wir einen Umweg nehmen. Gegen allerlei Monster kämpfen. Und ja, das Übliche halt, was man so in einer Mine tut. Nur ohne Orks und so. Jetzt kommt hier auf einmal so ein Ork angelaufen. Ja, das wär's noch. Und dann kommen die Ringgefährten. Gabba Gandalf kommt dann vorbei und... ich glaube, wir sind hier im falschen Film. Und dann würde ich auch sagen, ja, Gabba Gandalf. Hast du gut erkannt. Das ist der falsche Film. So. Mach ich hier einen Sack auf. Mir fällt gerade auch meine Taskbar wurde gerade halbiert. Ich habe nur noch halbierte Symbole da. Na, das wird sich aber irgendwann klären. Das ist jetzt kein Thema für jetzt. Ist mir nur gerade aufgefallen, das hat mich ein bisschen verwirrt. Verwirrt hat mich das zu sehen. Okay, wen mache ich kaputt? Schachtskelett. Ah, verdammt. Au. Von wegen denn, du hast meinen Rücken. Ich wurde gerade von hinten fertig gemacht. So, au. Halt, da zaubert jemand. Ja, da zaubert jemand, weg da. So, und... na, wir haben die nicht so richtig bekommen. Ach, und ich habe gar nicht realisiert, dass wir schon wieder fertige Arter hatten, fertig aufgeladen. Aber die regeneriert nicht so gut KP, habe ich das Gefühl. Na, mal schauen. Insektenflügel, also die Shops können wir danach auf jeden Fall wieder super gut aufrüsten. Das gefällt mir jetzt schon. So, einmal aufladen hier. Oh Gott, mein armer Daumen. Mein armer Daumen. Na, hoffentlich hat sich das gelohnt. Hauptsache, da ist noch so ein Stein. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Na gut. Dann hauen wir mal rein. Und... oh, schon aufgegangen. Quarzklotz. Ja. Einen sollten wir ja für die Quest mitbringen. Aber wir finden noch viele weitere. Das ist sehr gut. Noch ein Stein. Oh, komm bitte. Ich will doch einfach jetzt nur Geisterfossil haben und abhauen. Mila soll wieder laufen können. Da muss ich die nicht ganz in den Rollstuhl schieben. Ja, wenigstens muss man sie nicht aktiv hier wirklich schieben. Das wär's noch. Ohne Quatsch. Dann jedes Mal so Mila abstellen und kämpfen und dann wieder schieben. Oh Gott. Das hätte sie selbst nicht gewollt. Ein bisschen Stäubling. Moment. Ist das unsere Ausgangsposition? Ja. Das war unsere Ausgangsposition. Alles klar. Nee, nur damit ich weiß, wo ich gerade bin. Habe ja auch eine Minimap, die ich benutzen kann. Finde ich immer gut. Besonders solche Maps hier finde ich richtig geil. Und eine Minimap muss immer dabei sein. Weil, stell dir vor, ihr müsst jedes Mal hier... okay. Also, ich hasse sowas. Die Minimap gehört eigentlich Pflicht bei so Open-World-Games. Oh! Achtung! Natürlich kümmere ich mich erstmal um den, der zaubern kann. Na dann wollen wir doch mal schauen, ob das hier funktioniert. So, und... Skylar-Schlag. So, weg ist der. Das bedeutet, jetzt kommst nur noch du dran. Und weg. What the fuck? Synchronkämpfen hier? Ist ja awesome. Riesenmuschel. Und was haben wir hier drin? Ein Schutzhelm. Sicherheit geht vor. Steht hinten auf dem Helm. Wahre Worte. Okay. Was bringt der mir denn? Scheiße.
Und sie kann sowieso nicht tragen. Ja, super. Ich glaube, das ist eher eine Verarsche hier mit dem Schutzhelm. Kann ich hier mal verticken? Ich werde es verticken. Bringt immer ein Geld. So, hier drin finden wir Quarzklotz. Bin ich gut. Dann ist hier noch ein Gang. Oh Gott, ey. All diese Ablenkungen. Das ist wie in Legend of Zelda. Immer wieder diese Ablenkungen. Eigentlich soll Link die Welt vor Ganondorf beschützen. Nein. Er muss noch das und das machen. Bis er fertig ist, ist die Welt schon 5-mal gestorben. So. Ein Sack. Mit 1050 Gold. Oh ja, 12.726, glaube ich, war es. Ja. Ja, damit kann ich mir wieder was ordentlich kaufen. Das ist gut, das ist schön. Neue Waffen sind nämlich richtig geil. So, der hat uns noch gar nicht bemerkt. Okay, jetzt doch. Wow. Aber jetzt haben wir ihn. Bam! Oh je. Ich mag das überhaupt nicht. Sind die eigentlich schwach gegen... Nee. Resistenz. Damit überlegen. Na egal. So, geiler Schlag. So, und jetzt liegt es erstmal auf dem Boden. Und alles klar. Von der Richtung komme ich. Oh Gott. Also ich kann hierhin. Das ist eine Abkürzung zum richtigen Weg, aber ich möchte natürlich alles sammeln hier. Wer weiß, was man hier noch so für tolle Sachen kriegt. Oh, come on. Geh kaputt. Danke. Mein Daumen tut jetzt schon weh. Der tut verdammt weh. So, Kraut. Und es gibt hier Sachen zu graben. Oh Gott, warum? Warum tut ihr mir das an hier? Wer zaubert? Du da. Weg da. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Der konnte es zaubern. So, gehen unmöglich. Nicht aufgeben, Lea. Nicht aufgeben, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin, ne? Hier wird nicht aufgegeben. Hier wird nur gezweifelt. Ah, verdammt, mein Daumen. Ich kann nicht mehr so schnell drücken. Jetzt muss ich den Zeigefinger verwenden. Ansonsten funktioniert hier gar nichts. Warum muss man sowas machen? Wie findet ihr denn sowas? Also ich finde, das tut irgendwann einfach nur noch weh. Wie bei Harry Potter und der Stein der Weisen. Mein erstes Let's Play-Projekt, der Kampf gegen Voldemort. Da musste ich auch so viel drücken. Oh Gott. Das war schlimm. Salbei. Yes. Gibt es denn eigentlich schon etwas, was ich so verbrauchen könnte? TP-Maximum? Nein. Basilikum? Nein. Nein, das kriegt... meine schöne Elise, wenn ich die irgendwann wieder sehe. KP-Maximum, das kann ich nehmen. TP-Maximum, nein. Achso, hier, Lavendel. Stärke? Gerne. Int. Ne, lassen wir erstmal. Gut, dann brechen wir noch die Kacke hier auf. Oh Gott. Ne, Moment mal, hinten war doch was. Jetzt nichts vergessen, Benny. Auch wenn das nervig ist zu graben. Das machst du gefälligst. Oh Gott. Ach, so ein Arbeitstag ist doch schon anstrengend genug. Dann muss ich doch nicht auch noch zu Hause hier arbeiten und graben. Steinsalz. Hier, das sieht wieder nach einem Durchgang aus. So, komm, geh kaputt, damit ich erlöst werde von diesem Scheiß. Das hält doch keiner aus. So.
Durchkrabbeln. Sack entgegennehmen. Fell. Okay. Allerlei Handwerkszeug. Ich will ja unbedingt die Läden aufstocken. Zumindest Rüstung und Waffen. Und da drin haben wir... Apfelgummi. Naja. Ich habe eh voll, von daher... Meinem Team geht's gut. So viel sei gesagt. Meinem Team geht's gut. Effektiver wäre es natürlich gewesen, jetzt auf Lea Apfelgummi zu verwenden und dann hier die zu nehmen, aber... Das ist jetzt auch Schnuppe. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt in Gefahr, von Monstern kaputtgeschlagen zu werden. Was causing these earthquakes? I don't know. Let's just keep moving. Na super. Was verursacht diese Erdbeben? Wahrscheinlich irgendetwas abgrundtief Böses. Irgendetwas ganz, ganz Böses. So, die Skelette haben wir auch dabei erwischt. Sehr gut. Und nochmal, geiler Schlag. Oder Skiller. Wahrscheinlich Skiller. Keine Ahnung. Geh einfach kaputt, okay? So. Oh ja, das hat gut EP gegeben. So, riskante Flüssigkeit. Das hier haben wir ja schon aufgebrochen. Das bedeutet, ich will was hier jetzt nur noch hier aufbrechen. Und oh mein Gott. Oh, die ging kaputt. Na super. Ach ja. Ist nicht leicht. Mein Daumen tut ja total weh. Den werde ich wahrscheinlich morgen bei der Arbeit noch spüren. 2500 Geld, das ist gut. Aber ich brauche doch meinen Daumen dort. Ohne meinen Daumen wird es ein bisschen schwierig zu arbeiten. Dann kann ich ja kaum noch etwas halten. Und wenn ich hier diverse Flüssigkeiten nicht halten kann, dann wird es schlecht. Oh verdammt. Hilfe! Oh mein Gott. Wie der geschrien hat. Oh mein Gott. Ja? Hab ich dich! Bäm! Und konfus. Jetzt kommt der Cerberus-Schlag und Skiller-Schlag. Verbundene Nazi-Serie. Oh, vernichten. Ach, den schwarzen Gürtel, den sollte ich auf jeden Fall kriegen. So wie ich die vernichtet habe. So, dann haben wir unser Ziel ja tatsächlich erreicht. Halleluja. Hat jemand gefressen wahrscheinlich. Definitely the right spot. Did it move? Hey, over there. More spirit fossil fragments. The big one must be in there. Yeah, but rocks don't just get up and move by themselves. If you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. Also den von Spocky geklaut, den Spruch oder was? How's egg principle? Yes, I suppose so. You two stay here. This time I really am going in by myself. Keep an eye on Mila. Hey, hold on. Lea. Lea, was machst du da für eine Kacke? Ich gehe da alleine rein, weil ich der Held bin. Ich kann nicht sterben. Okay, ich kann sterben. Ich kann Game Over kassieren, wie ich es bei der Teufelsbessie getan habe. Gegen diesen scheiß Diener. Bin ich heute immer noch sauer drüber. Da drin ist jetzt ganz bestimmt ein Supermonster. Wow. Look at this place. It's surreal. You hear that? All the sounds. They keep getting louder and softer. Watch yourselves. It's so pretty. Watch out! Get back, Lea! Huh? Look out! Dude! Da war ja sowas von klar. What's that? Look at its head, Jude. Is that the spirit fossil? Lea, don't get too close. Don't worry, Jude. I'll get that fossil. Watch this. Super! Hammerzam! Oh mein Gott.
Dann ganz vorsichtig jetzt hier. Lassen wir den mal angreifen. Okay, hat nicht funktioniert. Und er hat jetzt schlichtweg meine Arte blockiert. Das gibt's doch nicht. Allheilmittel. Und... so. Ich habe jetzt das Problem nicht. Vorsicht. Weg hier, weg hier. Oh, der ist... der ist... oh, der ist ja verdammt böse. Wie wär's, wenn du dir erst einmal ein Zitronengummi frisst? Oh mein Gott, der ist böse. Achtung, jetzt bin ich leer. Ich komme gar nicht richtig zum Verteidigen. Da muss man erstmal ein Timing für entwickeln, aber der ist ja schon fast tot. Von daher, kein Problem. Oh, weg hier. Oh, gut verteidigt. Ha, na, das bringt aber nichts, wenn der im Boden ist, wenn ich dann an seinem Rücken gerate. Boah, das ist aber böse. So, endlich können wir mal unsere verbundene Arte einsetzen. Und erledigt. Das gibt ein Level Up. Und Mila verdient gar nichts. Na toll. Oh yeah. Careful! Wait! Come on! The hard part's over! Yes! We did it! Look out! Dude! Leia! You're going to pay for that. Get away from them, you beast! Die Konstellation deiner Gruppe hat sich geändert. Du kannst nun deine Lithiumkugel weiterentwickeln. Hey, thank you! Und Mila macht mit dabei, ist doch super! Sie kann wieder laufen, Halleluja! Grüßet der Jesu! Die, die ihre Beine nicht bewegen konnte, kann es plötzlich. Und unsere Lithiumkugel erweitert sich. Wow, die ist schon richtig groß, würde ich mal sagen. Ach du Kacke, die ist groß. So, wollen wir die nächste Spezialkugel? Wow. Das Ding ist, ist ziemlich groß geworden. So, was haben wir hier? Adrenalinrausch. Steigert nach Ausweichen durch einen Rückwärtsschritt 8 Sekunden lang die Geschwindigkeit von Bewegung und schnellen Blablabla. Bla bla. Und das gehört ausgerechnet hierzu, wo ich nichts vorher gemacht habe. Naja, wir können ja von hier aus weiter angreifen. Von der No Problemo. Ach, sie hat doch was mitbekommen, die Mila. 20 Punkte hat sie. Tö, du hast doch nur im Rollstuhl gesessen. Was hast du denn bitte schon gemacht? Das finde ich jetzt mal asozial. Wenn ich mal blöd rumsitzen könnte und mich schieben lassen, ja super. Dann, und Erfahrung bekommen, dann mache ich das ab jetzt auch immer. Ist ja assig. Totenglocke. Der Körper dreht sich in Licht gebadet gen Himmel und braust dann zurück nach unten, um mit todbringenden Wirkung am Boden aufzuschlagen. Hört sich böse an. Fertigkeitspunkte brauche ich auf jeden Fall. Von daher machen wir dann hier noch fertig. Bisschen KP, bisschen TP. Und wir bekommen Wasserschutz. So, Fertigkeitspunkte sind ausgeschöpft. Sind ausgeschöpft? Okay, dann gehe ich einfach nach dem, was mir jetzt mehr bringt. Sprungabbruch. Breche Angriffe durch Springen ab. Okay. Illusionsangriff. Sichere Landung. Verringert die Erholungszeit nach einem Sprung um 50%. Bindende Sphäre. Eine Sphäre aus tiefer, alles verschlingender Dunkelheit, die Gegner in sich hineinzieht. Finde ich gut.
Hört sich gut an. Und zwei auf einen Schlag. Die Liliumkugel weitet sich aus. Alles klar. Und die nächste Hauptkugel ist... hier. Intelligenz erhöht Intelligenz um 5%. Alles klar. Dann gehe ich einfach mal in diese Richtung. Hopp, hopp, hopp. So, boah. Ist schon eine ganz große Kugel, du. Wie groß sie noch werden kann. So, hier müssen wir weitermachen. Und Vitalität haben wir gelernt. Fertigkeitspunkte gibt es hier. Dann gehe ich doch mal diesen Weg direkt weiter. Er hat einen etwas größeren, ja. Cooles Ding. So, Fertigkeiten müssen wir noch klären. Stärke kommt rein. Ansonsten war's das. Du bekommst noch Wasserschutz und sichere Landung rein. Vitalität. Illusionsangriff brauchst du eigentlich nicht drin. Ist aber das Einzige, was halt noch fehlt. Von daher, okay. So, haben wir neue verbundene Atemmöglichkeiten. Jetzt können wir mit Mila endlich wieder kämpfen. Das ist gut. Sie kann 3 Steine. Dann können wir raffinierter Brecher einsetzen. Das ist gut. Heiler mit Schimmerwirbel, Geisterspirale. Die Wucht des Angriffs des einen Partners verstärkt das Heilerarte des anderen. Geil. Stahl und Flammenring ergibt die Flammensphäre. Falkensturm, wimmelnder Angriff. Sonnenanbruchssphäre, Binnensphäre, Urteilstor. Licht und Dunkelheit verschmelzen und öffnen ein Tor, das Gegner einsaugt und sie mit einer Explosion wieder ausstößt. Boah. Also oben, rechts oben, Stick. Nee, das ist unten. Oben ist Falkensturm. Also unten links kann ich klären. Heiler. Cerberus-Schlag, Dämonenfaust. Also ich kann mit ihr gerade so viel machen. So viele Kombos kann ich mit ihr machen. Genial. So. Jetzt verbinden wir uns mal mit Mila. Okay, und jetzt los. Was ist das für eine geile Musik? Ist er so böse, der Gegner? So, er ist gebunden. Angriff, Angriff, Angriff. Vorsicht. So, und... ah, verdammt. Verdammt. Und jetzt können wir wieder angreifen. So. Und raffinierter Brecher. Vorsicht. Verteidigen. Und weiter. Jedes Mal, wenn ich keine Aktionspunkte mehr habe, sollte ich mich verteidigen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Au. Au. Heilet mich. Heilet mich. Okay, danke. Wurde geheilt. Okay, wo ist das Vieh? Da. So. Urteilstor. Oh ja, das hat wehgetan. Das hat definitiv wehgetan. Wasserschwung, damit du schön auf dem Boden bleibst. Oh, verdammt. Vorsicht. Der springt gerade ein bisschen rum. So. Kein Schaden oder wenig Schaden. Komm, jetzt bleib unten. Bleib unten. Und... so. Ja, Lea kann uns schön heilen und wir haben ihn besiegt. Oh yeah. So muss das sein. Ach, sie hat das Teil noch am Bein. Wenigstens macht das Spiel damit. You were able to use the Asperixis. Whoa! Goodness.
This is some device you humans have come up with. How bad's the pain? Well, it's not worse than I imagined, but it's considerable. I'm sorry. I should have been more careful. But you retrieved the spirit fossil for me. If anything, I'm in your debt. Thanks. Let's get back to town. I'll get the wheelchair. Good. Still in one piece. Even with the Asperixis, Mila won't be able to complete her mission without someone's help. And that means... I know what I have to do. Sorry. I think I'm at my limit. Mila! Und tschüss. Abschalten. Don't worry. She just passed out. I don't mind pushing the wheelchair on the way back. Okay. Why the sudden burst of compassion? Why? Is there anything wrong with it? Well, no. Just unexpected, I guess. What can I say? I'm feeling really inspired by your friend here. Alles klar. Und sie ist wieder K.O. Das bedeutet, wir können nichts mit ihr anfangen. Oh. Gut. Was haben Sie? Sie haben eine Trophäe verdient. Gelehrter von Rietza Maxia. Gefällt mir. So, dann gehen wir hier mal schön den Weg entlang. Mein Gott. Das ist mittlerweile eine beträchtliche Fläche, die wir abdecken müssen. So, Beweglichkeit, aber ich brauche Fertigkeitspunkte. Die kriegen wir da zum Beispiel. Kriegen wir die nirgendwo ein bisschen schneller? Nicht wirklich. Ich glaube auch nicht, dass... Obwohl, kaufen können wir es bestimmt. Beweglichkeit, da. Passt doch. Für sie können wir das nicht machen. Na gut, dann war's das aber auch erstmal für heute. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.